Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Andreas von grünundgesund.de. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute unterwegs zu Josefa Bucher. Sie ist Erfinderin der grünen Smoothie-Würfel. Und sie hat eine Rohkostwerkstatt in Mönchengladbach. Da fahre ich gerade hin. Ja, und da haben wir uns verabredet. Gleich treffen wir uns und sie will mir genau zeigen, was es mit diesen grünen Smoothie-Würfeln auf sich hat. Also, schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen bei grünundgesund.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute hier bei Josefa in Mönchengladbach in der Rohkostwerkstatt und ich bin schon ganz gespannt, was es mit den grünen Smoothies und natürlich den grünen Smoothie-Würfeln auf sich hat. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf heute für die Einladung. Freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön. Und es ist ja richtig schick hier und schön gemütlich eingerichtet. Alles rund um das Thema Rohkost, ein Rohkost-Bioladen, hast du gesagt, ist das Ganze. Genau. Bioladen kenne ich ja schon, einen Rohkost-Bioladen kenne ich noch nicht, aber es macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Sehr viele frische, gesunde Sachen. Jetzt aber zu den grünen Smoothies. Du weißt, dass ich mich ein bisschen mit diesen grünen Smoothies auseinandersetze. Ja. Und du hast ja auch eine ganze Menge mit grünen Smoothies zu tun. Ja. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie du zu diesem Laden, aber auch zum Thema grünen Smoothies gekommen bist. Okay, also zu dem Laden bin ich gekommen über meine eigene Ernährung. Das heißt, ich habe vor 8 Jahren meine Ernährung auf Rohkost umgestellt. Okay. Hatte dann die Möglichkeit, aus Andalusien die wunderbar herrlichsten Früchte zu importieren, wie Granatäpfel, Avocados und Mangos. Ja. Habe das eine Weile gemacht und mit meiner eigenen Entwicklung hat sich dann hier mein Freundeskreis, meine Nachbarschaft überhaupt das Ganze entwickelt, sodass ich dann ein kleines Lädchen aufgemacht habe, was von Jahr zu Jahr wächst. Das heißt, immer mit meiner eigenen Entwicklung, mit meinen eigenen positiven Erfahrungen zum Thema Rohkost wächst auch mein Lädchen. Ah. So, und zu den grünen Smoothies, was mein Steckenpferd ist, bin ich gekommen vor jetzt genau 5 Jahren auf einer Messe in Baden-Baden, wo ich das erste Mal auf einer Gesundheitsmesse grüne Smoothies kennenlernen durfte. Und dort gab es einen Bücherstand von Michael Delias, der ist in der Szene bekannt. Ja. Und der hatte einen Riesenstapel frischer, neu erschienener Bücher von der Viktoria Butenko und sagte mir, dieses Buch gibt es erst seit 3 Tagen in Deutschland. Und ich habe das gelesen und war fasziniert von der Revolution dieser grünen Smoothies, weil es ist eine Revolution in der Ernährung, grüne Smoothies herzustellen. Und und seitdem arbeite ich zusammen mit der Viktoria Butenko, ich stehe in engem Kontakt mit ihr, nach ihren Richtlinien und ihren Rezepten und ihren Ideen und Vorgaben, eben seit 5 Jahren mit den grünen Smoothies. Ja, das wusste ich gar nicht, dass du wirklich direkt in Kontakt mit Viktoria Butenko stehst, das ist sehr interessant. Ja. Viktoria Butenko ist natürlich allen Begriff, die grüne Smoothies oder vielen, die sich mit grünen Smoothies auseinandersetzen, von daher macht das die Sache wirklich umso interessanter. Ja, jetzt grüne Smoothies. Hast du heute Morgen schon einen getrunken? Ich habe heute Morgen natürlich meinen grünen Smoothie getrunken. Das ist so das Erste natürlich. Also mein Frühstück besteht aus einem grünen Smoothie. Und das war heute Morgen mit Grünkohl, Ananas und Banane. Und natürlich Moringa-Blattpulver. Ja. Was das ist, kommen wir später drauf, denke ich mal. Ja, und das ist so mein Frühstück. Und nicht nur das von mir, sondern auch meine Mitarbeiter, wenn die kommen, die bekommen auch erstmal einen grünen Smoothie, um wirklich gesund und frisch in den Tag starten zu können. Sehr gut. Ja, das hast du mir gesagt, du würdest mir vielleicht mal einen zubereiten, einen grünen Smoothie. Ja. Vielleicht können wir einen jahreszeitlichen, also einen herbstlichen grünen Smoothie machen. Ich weiß nicht, was hast du vorgehabt? Ich lasse mich ganz überraschen. Ja. Ich würde dir gerne einen grünen Smoothie mixen aus Grünkohl, weil das ist halt jetzt gerade so das Thema, weil der ist eben sehr, sehr schön grün vor allen Dingen und hat ganz viele Vitamine und Nährstoffe und wir sollten halt jetzt zum Winter hin nährstoffreiche, sprich festere Gemüsesorten zu uns nehmen, um einfach auch der Kälte entgegenzuwirken. Ja. Okay. Das würde ich dir gerne reintun und eine Banane, die ist immer sehr lecker, eine Mandarine, sieht das auch farblich schon mal schön aus. Und Ananas. Ich mag immer total gerne im Smoothie Ananas. Eine Bio-Ananas. Eine Bio-Ananas. Ich habe, das ist, finde ich, also ganz wichtig, dass man für die grünen Smoothies Folgendes bedenkt, dass man frische Blätter hat. Die müssen wirklich frisch sein, dass sie aus dem Bio-Anbau kommen.
und vor allen Dingen, dass die Früchte reif sind. Also es, ja. Und eine frische Ananas erkennt man halt daran, dass man das Blatt hier locker rausziehen kann. Mhm. Okay. Dann weiß ich, die Ananas ist reif. Ja? Okay. Und ansonsten eben reife Äpfel, reife Birnen, ja. Mandarinen sind jetzt schön zu verwenden. Ja, oder Mangos ist natürlich ganz besonders schick. Das haben wir aber im Moment leider nicht. Ja. Und so wollte ich das halt gerne dir so einen Green Smoothie mixen. Wunderbar. Wenn du Lust hast. Auf jeden Fall. Okay, also das Wichtigste ist halt, dass der grüne Smoothie, der darf schmecken. Ja, der muss schmecken. Es ist Gesundheit, die schmecken darf. Und ich mache ihn gerne so, dass wenn ich ihn dann getrunken habe, dass ich dann das Gefühl habe, ich freue mich schon auf den nächsten. Ja. Genauso sollte ein Smoothie schmecken. Das heißt, wenn man damit beginnt, immer darauf achten, dass er süß genug ist und dass so das prozentuale Verhältnis erstmal so passt mit 40% Grün und 60% Früchten, dann stimmt das immer. Ja. Und auch schön ist, so einen Ausgleich zu schaffen zwischen süß und leicht säuerlich, deswegen Mandarine, ja. Banane und Ananas, dann habe ich so das Spektrum abgedeckt. Ja. Und ja, und dann ist das einfach lecker. Ja, da denke ich, mache ich auch schon mal vieles richtig, aber trotzdem sehr wichtig, dass du es erwähnst. Ja. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob es so zwei, drei Punkte gibt, wo du sagst, das fasziniert mich so richtig am grünen Smoothie. Ja, also das Tolle an dem grünen Smoothie ist halt einfach diese Vitalstoffdichte in dem Getränk. Ja. Ne? Ich habe das Chlorophyll, die vielen Eiweiße, die Vitamine, die Mineralien, alles in frischer Form und sehr schnell zur Verfügung. Und durch das Zermixen im Mixer und dann natürlich noch kauen, also ein Smoothie kann man auch kauen, sollte man sogar auch kauen, steht er meiner Zelle und meinem Körper sofort zur Verfügung und ich kann sofort fit und munter in den Tag einsteigen. Mhm. Und ich habe eine schnelle Mahlzeit, ich muss nicht erst lange Brötchen schmieren oder, sondern ich habe halt sofort eine schöne, frische Mahlzeit. Ja, und es ist leicht im Magen. Ganz leicht. Man hat das Gefühl, es ist irgendwie was Schweres. Genau. Boah, ich bin fertig, man merkt es fast gar nicht. Oder genau. Im Gegenteil, man fühlt sich sogar fit danach. Ne? Genau. Ja, genau, sehr schön. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Wasser dazu. Das riecht schon richtig lecker. Genau, ja. Frisches Wasser. Was hast du hier für Wasser? Was nimmst du da, wenn ich fragen darf? Ich habe ein gefiltertes Wasser, okay. Ich habe einen Aktivkohlefilter und ich habe einen Verwirbler von der Firma Aquadea, die das Wasser nochmal über Edelkristall, also über Bergkristall in dem Fall, und rechtsrum drehend aus dem Wasserhahn kommen lässt. Okay, so, da können wir wahrscheinlich nochmal ein ganzes Thema zum Thema Wasser machen. Vielleicht versuchen wir auch nochmal zum Thema Wasser. Das klingt interessant, da habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir jetzt wirklich gute Qualität haben, was das Wasser angeht. Jetzt wird es mal laut. Machen wir den Mixer nochmal. So, das war kurz und heftig sozusagen. Kurz und heftig. Bin ich ja schon mal sehr gespannt. Du wirst sehen, das schmeckt. Die Ananas macht es immer schön smoothig. Aha, okay. Zum Anstoßen. Sehr gut. Dann Prost, Josefa. Prost, Andreas. Schmeckt gut. Frisch, leicht. Und vor allem grün. Ja? Ich muss direkt noch ein Stück von nehmen. Okay. Josefa, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Du bist bekannt für die grünen Smoothie-Würfel. Jetzt haben wir einen frischen grünen Smoothie quasi gerade getrunken. Ja. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu den grünen Smoothie. Das sind sie schon hier genau, ne? Das sind die grünen Smoothie-Würfel. Was genau hat es denn damit auf sich? Vielleicht erzählst du da einfach ein bisschen was zu. Ja, also ich, nachdem ich von Baden-Baden, von dieser Messe nach Hause kam, habe ich natürlich hier sofort für meine Kunden angefangen, grüne Smoothies zu mixen. Und dann kamen halt immer wieder die Einwände, ja, wir haben keine frischen Blätter oder keinen Mixer vor allen Dingen oder keine reifen Früchte und überhaupt vor allen Dingen keine Zeit. Und dann habe ich mir halt all die Jahre gedacht, für genau diese Kunden oder für das Thema muss ich mir was einfallen lassen. So, und dann passierte es im letzten Sommer, dass eine Freundin zu mir kam und die brachte mir ein Pulver hier ins Haus und sagte, ich sollte das doch mal probieren. Das sei das Pulver eines Baumes. Und und zwar stellt sich raus, ist es der Moringa-Baum.
und der sehr nährstoffreich ist. Und sie hat gemeint, vielleicht könnte ich damit irgendwas anfangen. Fakt war, ich stellte dann recht schnell fest, dass das Moringa-Blattpulver sehr fettig ist, also rußig, fast wie rußig verhält. Und dann habe ich gedacht, damit kann ich jetzt etwas machen, was ich haltbar machen kann. Ich hatte halt all die Jahre immer wieder mal probiert, etwas herzustellen in Trockenform mit Wildkräutern und so. Das hat aber nie gepasst, das hat nicht geschmeckt. Und jetzt aber mit dem Moringa-Blattpulver wusste ich, damit kann ich jetzt was machen. Okay. Und habe mich halt hingestellt und habe halt geguckt, was habe ich, womit kann ich das verbinden, um eine Situation zu haben oder ein Produkt zu haben, was die für die Kunden passt, die keine Zeit haben, sich einen frischen grünen Smoothie zu machen. Muss ich mal ganz kurz einhaken, weil Moringa ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ja. Moringa ist, soweit ich das weiß, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ist, soweit ich weiß, oder wird auch genannt als der Nährstoff oder die nährstoffreichste Pflanze der Welt oder auch der Wunderbaum. Ja. Und er hat eine wahnsinnig hohe Konzentration und Auswahl auch an Nährstoffen, die drin sind. Ja. Ich weiß, es sind 90, 80, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es sind im Einzelnen. Also, es ist unglaublich, wie viel da drin steckt. Ja, also der Moringa-Baum ist der zurzeit bekannte nährstoffreichste Baum, den es weltweit gibt. Okay. Der ist ursprünglich halt in Indien gewachsen und ist dann über die Handelswege weitergekommen bis nach Afrika, Philippinen, Thailand und so weiter. Er wächst riesig schnell, das heißt, er hat halt eine sehr hohe Biomasse, das heißt, man kann also auch alles von diesem Baum verwenden, wie Blätter, Blüten, Samen, Schoten, Wurzeln, Rinden, und hat eben eine unglaubliche Nährstoffdichte, sodass man sich also von diesem Baum ernähren könnte. Deswegen auch Wunderbaum oder Überlebensbaum. Ah, interessant. Oder er wird auch Meerrettichbaum genannt, weil er halt sehr viele Senföle enthält. Und das Hervorragende daraus oder Herausragende daraus sind halt die vielen Eiweiße, deswegen interessant für alle Veganer zum Beispiel. Die komplette Vitamingruppe außer B12, das enthält ja, wenn, dann überhaupt nur in Spuren. Okay. Aber sehr viele andere Mineralien und ganz besonders eben zwei Stoffe, das ist das Salvestrol und Zeatin. Und einfach gesprochen kann man halt sagen, dass das Zeatin ein Botenstoff ist, der wie eine Schaltzentrale funktioniert. Das heißt, der bringt die Nährstoffe, die du aufnimmst, an die Stellen im Körper, wo Mängel sind. Ja? Okay. So, und das ist natürlich eine tolle Sache. Das gibt es bis dato in der Ernährung oder in den Lebensmitteln in der Fülle nicht. Das gibt es halt wirklich nur im Moringa-Baum. So, und das zweite ist halt das Salvestrol. Ja. Das Salvestrol kam ursprünglich in unserem normalen Obst und Gemüse vor. Es ist halt ein Pflanzenschutz eigentlich, der halt die Pflanzen früher geschützt hat vor Raubtieren oder Insekten und so weiter, aber durch den Einsatz von vielen Pestiziden wurde das Salvestrol immer weiter aus den Pflanzen rausgezogen sozusagen. Okay. So, aber in dem Moringa-Baum ist es halt drin und die Wissenschaft sagt halt, dass Salvestrol sich von den schlechten, das ist jetzt auch ganz einfach gesprochen, von den schlechten Zellen ernährt, sozusagen auffrisst und neue Zellen bildet. So, und deswegen ebenso wirklich gut zum Einsatz kommt bei immunschwachen Erkrankungen zum Beispiel. Also klingt hochinteressant. Ich merke, du bist absolute Expertin auf dem Thema. Ja, ja. Und jetzt hast du dieses Moringa-Blattpulver sozusagen genommen, also getrocknet, liegt es jetzt hier vor. Und da hast du letztlich durch ein Verfahren es jetzt geschafft, einen Würfel herzustellen. Genau. Ich habe halt das ist so ein Würfel. Okay. Und ich habe halt Moringa-Blattpulver genommen, 40%, klassisch. Ja. Okay, wirklich nach den Richtlinien des grünen Smoothies? Genau. Okay. 40% Blattgrün und 60% Trockenfrüchte, Banane, Aprikose und Dattel. Und das Ganze wird zu einem Brei verarbeitet und wird dann ausgegossen und wird dann zu Würfeln verarbeitet und eben alles unter 42 Grad getrocknet. Rohkostqualität wirklich zu absolute erreichen. Rohkostqualität. Das heißt, das Moringa-Blattpulver haben wir in Wildwuchs, also nicht in biozertifizierter Ware, sondern in Wildwuchs. Mhm. Und aber die anderen Früchte sind in biozertifizierter Ware. So, und jetzt kann man halt hingehen und diesen Würfel entweder einweichen. Also wenn ich jetzt unterwegs bin zum Beispiel, oder... Gut, wenn du unterwegs bist, dann schneidest du den einfach in kleine Stücke morgens zu Hause so und packst dir das ein. Oder
klemmst dir das einfach wie so eine Dauerinfusion unter den Gaumen. Das kann ich sogar so essen. Kannst du einfach so essen und musst aber... Mach ich doch direkt mal hier. Also einfach so in den Mund nehmen. Einfach in den Mund nehmen, aber bitte... Lutschen sozusagen. Lutschen oder einfach unter den Gaumen klemmen und sich auflösen lassen. Oder aber... Und dann natürlich viel Wasser dazu trinken. Ne? Oder aber du bist zu Hause, dann weichst du dir den am Abend ein. Dafür brauchst du auch keinen großen Mixer, das kann auch ein Zauberstab sein. Okay, das ist jetzt die zweite Variante, wenn ich nicht lutschen möchte, sondern wirklich grünes Smoothing-Feeling haben möchte und keinen Mixer dabei habe, dann tue ich es ins Wasser. Dann tust du es einfach ins Wasser, am Abend zum Beispiel, und dann kannst du natürlich das noch verfeinern mit Früchten, die du vielleicht hast, wenn du das dann möchtest, wenn dir das so nicht smoothig genug ist, und dann wird es gemixt. Und dann, also muss ich es dann nochmal mixen oder einfach reicht nee, das musst du schon, das musst du schon noch einmal durchmixen. Aber das ist jetzt sozusagen ein Reisemixer, Das ist so ein kleiner Reisemixer, oder aber du nimmst halt einen Zauberstab, damit geht es auch. Okay, also das brauchst kann man ja ganz einfach mitnehmen in jede Gepäcktasche. Genau, der Mixer ist halt auch ganz leicht, den kannst du einfach. Ein Stabmixer, ne? Würde ausreichen. Genau. Wollen wir es einmal machen? Kannst du machen. Können wir machen. So. So, fertig ist der grüne Smoothie. Der ist natürlich jetzt nicht so sämig wie der frische, aber... Und wir haben natürlich auch nicht eingeweicht. Wenn man jetzt einweichen würde, dann wird sich noch ein bisschen besser auflösen oder verteilen, wie auch immer. Genau. Mhm. So, oder man kann natürlich dann auch hingehen, genauso wie man das auch mit einem Brühwürfel macht, wenn man eine Suppe macht. Ne? Dann macht man auch noch vielleicht ein bisschen frisches Gemüse mit dazu. Ne? Genauso kann man hier halt auch noch weitere Früchte mit dazu tun. Es geht hauptsächlich darum, auch das Blattgrün so zur Verfügung zu haben für unterwegs. Ja. Also sehr interessant. Also ich tue auch schon mal Moringa in meinen grünen Smoothie rein. Ja. Und wenn man es einfach so isst, es schmeckt doch recht eigenwillig, sage ich mal. Ja. Ja. Also nicht wirklich jetzt, dass man sagt, oh lecker, da will ich mehr von haben. Ja. Schmeckt nicht gut. Und wenn ich jetzt diesen Würfel probiere, dann kann ich das so essen, dass es schmeckt. Genau. Es ist jetzt nicht kein Bonbon-Feeling, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagt, es ist angenehm. Genau. Kann man durchaus so essen. Ne? Also ist okay, richtig gut. Ja, das ist schon mal ganz spannend. Das will ich natürlich jetzt auch mal probieren. Bitte schön. Ja, mal gucken, wie das so schmeckt. Ja, also es ist wahrscheinlich jetzt noch nicht so richtig aufgelöst, aber insgesamt schmeckt es gut. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass man es als Ersatz für einen grünen Smoothie nimmt, wenn man unterwegs ist, dann ist das eine gute Sache. Vor allem, wenn man es noch ergänzen kann, wenn man so einen kleinen Mixer mit dabei hat, ist es wahrscheinlich auch ganz schick, wenn wirklich noch eine Banane oder irgendwas oder einen Apfel vielleicht noch oder mit dabei Oder eine Birne, egal was. Frisches. Oder auch Trockenfrüchte, geht genauso. Genau. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und sag mal, der Erfolg gibt dir ja auch recht. Ne? Ja, ich bin überwältigt. Also ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich dann im vergangenen Jahr auf der veganen Fach als Ausstellerin dabei sein durfte und dann dort den Innovationspreis für das Produkt bekommen habe. Das ist natürlich auch noch sehr erwähnenswert. Genau, das gibt da wahrscheinlich einen richtigen Vorwärtstrieb dann, wenn man so einen Preis dann damit gewinnt. Ne? Genau, ja, das war sehr schön. Ja. Josefa, wenn man jetzt... Interesse dafür hat für diese grünen Smoothie-Würfel. Ja. Wo kann man die am besten bekommen? Wo gibt es die im Edeka, im Aldi um die Ecke oder wie kommt man am besten dran? Ja. Also mittlerweile gibt es diesen grünen Smoothie-Würfel im Reformhaus, in den Bioläden oder über Versandhandel oder aber natürlich auch bei uns. Ich habe einen Internetshop zum Thema Moringa, das heißt dann www.moringahaus.de. Und da gibt es halt ganz viele Informationen nochmal rund um Moringa natürlich und eben auch der Shop, wo man eben diese Produkte kaufen kann. Also moringahaus.de, die Adresse, die schreibe ich auch nochmal unten unter das Video. Ja. Da habt ihr das auf jeden Fall parat, da kann ich das bestellen. Ja. Und für jeden, der Interesse daran hat, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. So, jetzt zu der nächsten Frage, nämlich... was machst du sonst noch? Also gut, du hast jetzt diesen Laden hier, du machst diese grünen Smoothie-Würfel. Was bietest du sonst noch an? Ich meine, du bist ja sehr kompetent, du wirst sicherlich noch ein paar andere Sachen anbieten. Ja, also ich habe eben, wie gesagt, vor 8 Jahren den Frohkost-Shop gegründet. Das heißt, ich habe Produkte hier, also nur biologische Rohkostprodukte. Ja. Das heißt, alles, was ich für mich gerne esse und was ich meine, was ich brauche, habe ich in meinen Regalen stehen. Das heißt, hier können die Kunden herkommen, die finden hier nichts Verarbeitetes, sondern nur Rohkostprodukte über Öle und Muse und Fette und Salze und was man halt so braucht und vor allen Dingen eben auch frisches Obst und Gemüse. Und
da haben wir eine recht kleine Abteilung. Mhm. Das wechselt aber jede Woche, okay, weil ich lieber wenig, dafür aber frisch, weil das ist mir einfach wichtig, das ist eine gute Sache, dass frische Dinge verarbeitet werden. Und auch die Abwechslung ist sicherlich eine wichtige Sache. Genau. Und das ist so das eine, dass man eben hier einkaufen kommen kann. Ja. Das andere ist aber, dass ich hier eine Rohkostwerkstatt habe, was so die Würze in dem, in dem Lädchen ist. Das heißt, wir machen jeden Tag oder fast jeden Tag irgendetwas hier in der Küche, wo wir neue Rezepte entwickeln, wo wir mit den Kunden auf Kundenwünsche eingehen, wo die Kunden auch dazukommen können, mitmachen können. Das ist also ein offener Zeitraum, wo ich kommen kann und einfach... Genau, die rufen, also du rufst dann an, okay, morgens vor 10 Uhr und sagst, ich habe jetzt Lust, habe Zeit, dir zuzugucken oder dir zu helfen, und dann kommst du und dann weiß ich, da kommt jetzt jemand und möchte halt das oder das halt gezeigt bekommen, und dann machen wir das. Okay. Jeden Tag halt, immer dienstags bis freitags von 10 bis halb 1. Das hört sich gut an, ja. Das macht Spaß. Das und dann kann man natürlich auch dann die Dinge, die wir hier gemacht haben, verzehren, das ist klar. Und natürlich mixen wir jeden Tag viele Liter grüne Smoothies. Das kann ich mir vorstellen. Und die Kunden bringen halt ihre Gefäße mit und wir füllen das dann ab. Wir haben keine Speisekarte, sondern es wird hier rein intuitiv gearbeitet. Okay. Ich brauche keine Rezepte in dem Sinne. So, und das ist so das eine. Das andere ist, dass wir halt Workshops anbieten oder ich halt Workshops anbiete, weil ich einfach meine, dass eben Rohkost besteht nicht aus Möhren und Paprika knabbern, sondern da kann man auch ganz viele schöne Dinge zubereiten und das machen wir nach Absprache regelmäßig. Also was für den grünen Smoothie gilt, er muss lecker sein. Genau. Das gilt dann auch für die Rohkost. Genau. Du bist auch Rohköstlerin? Ja, fast. Nicht 100%, auch keine dogmatische Rohköstlerin. Das ist auch eine wichtige Sache. Ja, für mich ja. Also ich sehe das im Prinzip genauso. Ich bin auch kein Rohköstler, aber ich habe einen sehr großen Rohkostanteil, dass ich, sag mal, 60-70% irgendwo mich da bewege. Ja. Und ich meine, man lebt ja auch in einer Gesellschaft irgendwo, wo man eingeladen wird oder mal Lust auf irgendwas anderes hat, aber es ist, denke ich, einfach wichtig, einen großen Rohkostanteil zu haben und auch einen hohen Grünanteil zu haben. Ja. Und da sind wir ja im grünen Smoothie, da haben wir es auf eine ganz tolle Art und Weise, dass wir es zu uns nehmen können. Ja, und ansonsten besuchen wir natürlich Messen jetzt mit unserem Smoothie-Würfel, sind wir halt auf den Veggie Worlds in Wiesbaden und in Düsseldorf. Ich hoffe, dass es das auch bald in anderen Städten noch geben wird. Das finde ich auch gut. Sieht so aus, als wenn das jetzt gerade entstehen darf. Und natürlich auf der Revolution hier in Mülheim und in Speyer und in Berlin sind wir dabei. Da seid ihr auch mit dem Stand vertreten? Da sind wir mit einem Stand vertreten. Und des Weiteren machen wir natürlich Vorträge von der naturwissenschaftlichen Seite zum Thema Ernährung oder bestimmte Themen aus der Rohkostküche, wie zum Beispiel über die Aloe Vera oder Rohkakao oder eben natürlich Moringa, das ist klar. Also ist schon der fachliche Background, der ist da... Ist vorhanden, ja, ich bin halt sehr in der glücklichen Situation, dass ich halt mit meinem Mann zusammen das machen kann, der jetzt so mein Backoffice ist, aber auch eben also so... Dein Mann ist Mediziner, muss man dazu sagen. Okay, mein Mann ist Mediziner in Ruhestand und der ist eben genauso wie ich 90%iger Rohköstler und steht also voll dahinter. Und wir machen das halt gemeinsam und das macht halt sehr viel Spaß. Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass es Spaß macht. Ja. Ja, ich würde sagen... ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, dass ich hier sein durfte, schön, dass ich dich löchern durfte mit Fragen, dass ich mir einen grünen Smoothie gemacht habe. Ich habe viel gelernt, auch über die Moringa-Pflanze, über den grünen Smoothie-Würfel. Den werde ich mir sicherlich mitnehmen, wenn ich mal wieder unterwegs bin oder einfach Lust auf was Grünes habe und gerade keinen grünen Smoothie dabei habe. Eine sehr schöne Sache. Also, dann stoßen wir vielleicht zum Schluss nochmal an. Ja, ich danke dir und das war's von hier, von grün-und-gesund.de. Ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr noch Fragen habt. Schreibt sie einfach hier unten drunter. Ich leite ihn auch gerne weiter an die Josefa. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Andreas von grün-und-gesund.de. Ciao. Zum Wohl. Zum Wohl.